Ich bin Ulrich Röhlen, arbeite seit 35 Jahren, also seit Anbeginn bei der Firma Claytec. Ich bin Architekt und leite bei uns die Bereiche Technik, Marketing und Vertrieb. Also der reine Lehm dämmt nicht besonders gut. Also der hat eine relativ starke Wärmedurchleitung. Wir haben aber Leichtlehme, die liegen so im mittleren Bereich. Und das ist für manche Bauaufgaben schon auch für als Innendämmmaterial eine sehr, sehr gute Lösung. Aber selbst der beste Lehmbaustoff dämmt vielleicht ein Viertel so gut wie ein richtiger Dämmstoff, also zum Beispiel eine Holzfaserdämmplatte. Von daher läuft es meistens auf eine Innendämmung mit diesen, ich nenne das mal richtig dämmenden Materialien hinaus. Es sei denn, wie gesagt, für solche Sonderzwecke, wo man große Vor- und Rücksprünge hat und mit einer Leichtlehmschüttung arbeitet, da kann das sehr geeignet sein. Das ist auch bauphysikalisch sehr tolerant. Aber der reine Lehm, ohne dass ich Leichtzuschläge dazu addiert habe, ist keine besonders gute Wärmedämmung.